Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Ich habe ein bisschen jetzt nicht gespielt, ein paar Minuten. Nicht so viel, ich habe mir ein Video angeguckt, das, ich glaube, 16 Minuten ging. Und ich habe einen Kaffeebonbon im Mund. Das muss man dazu sagen, falls ich irgendwelche absurden Geräusche von mir gebe. Ha, da hat's wieder geklappt. Der Kaffeebonbon scheint es zu reißen. Ich merke das. Der ist extra so für Pros wie mich, die halt... Ah, fuck. Die können es halt nicht ohne. So, da bin ich wieder groß. Nein, ich will mich nicht vom Bullet-Bild treffen lassen, jetzt wo es so gut läuft. Mario gibt ein Peace-Zeichen. Peace out, meine Homies, will er sagen. Ich bin mir da übrigens sehr sicher, dass er genau das sagen wollte. Ich bin Mario gehen rühren und da ist alles voller Wasser. Übrigens finde ich die Animation als großer Mario unter Wasser viel schöner. Sieht besser aus. Und trotzdem nerven mich diese Bloopers. Ich hasse die. Ich glaube, die heißen Bloopers. Nennt man so, aber nicht auch vergeigte Szenen? Also jetzt in Filmen, Serien, so ein Hinter-den-Kulissen-Zeug, wenn man sich vergeigte Szenen anguckt, sind das nicht auch Bloopers? Nennt man das nicht so? Wo besteht da der Zusammenhang? Ich wüsste es gern. Also, wenn ich mich da überhaupt irgendwie korrekt erinnert habe. Das ist auch nochmal so in Frage gestellt. Nein, kommt her! Ich muss euch da weglocken. Tada! Es läuft! Ich hab einen Run! Einen Run! Ich mag Kaffeebonbons. Das sind... Oh, warte, ich kann mal das sagen, von wo die sind, von welcher Marke. Weil sonst, wenn ich es absichtlich nicht machen würde, weil irgendwie Schleichwerbung, dann wäre es ja eigentlich dämlich. Von Copico. Die sind lecker. Habe ich auch in den Ferien viel gegessen. Sind echt lecker. Nur zu empfehlen, wenn man Kaffeegeschmack mag. Also ist ein bisschen süßer. Ist halt eine Süßigkeit. Wenn die nach dem schmerzesten Kaffee der Welt schmeckt, ist halt auch Kacke. Ah, meine Nase. Meine Nase. Nein. So. Ich konzentriere mich jetzt. Wir wollen, dass sie alle gemeinsam schaffen. Wir hängen viel zu lange an dieser Welt. Okay, ohne zu scheitern. Bis zu Bowser. Perfekt. Und wir sind groß. Geil. Ich bin gut. Ist jetzt wahrscheinlich irgendwelche Aufnahmefehler nur in dieser Folge. Nur in dieser, garantiert. Ich würde da auf eine Garantie geben. Würde heißt tue nicht. Aus unerklärten Gründen. Und unerklärt meine ich werde sie einfach nicht erklären. Weil, nö, wenn ich eine Garantie drauf gebe und das dann nicht so ist, habe ich ja gelogen. Ja, ist eigentlich nicht so schlimm. Aber man möchte es ja vermeiden. So, den Weg habe ich zum Glück gut im Kopf behalten. Nein! Perfekt! Die Trefferzeit hat noch gereicht. Es war nicht so geplant, ich wollte nicht von diesem Feuerball getroffen werden. Aber ich wollte als großer Mario einfach durch Bowser durchrennen. Wir haben es geschafft, Welt 7. Thank you, Mario! But our princess is in another castle. Sagen die kleinen Tots. Übrigens sehr niedlich, wie sie da immer andere Animationen haben. So... Einfach kleine Gags, das ist ja auch bei Super Mario World so gewesen, wo Mario dann immer das Schloss irgendwie los wird. Dann gucken wir uns jetzt mal Welt 8 an. Okay. Dann gucken wir uns halt 8 nicht an. Das ist eine schlechte Idee. Offensichtlich hat da jemand ein Problem mit. Das wirkt hier alles gerade sehr friedlich. Also was mir ein bisschen fehlt, ist dieses... Warum ist er nicht gesprungen? Dieses typische, Theme. Also dass es eine Wüstenwelt gibt, dass es eine...
Eiswelt gibt und so weiter. Und hier halt, das sollte jetzt eine Lava-Welt sein. Also für mich muss die achte Welt immer eine Lava-Welt sein. Bin mir übrigens auch nicht ganz sicher, ob es die letzte Welt ist in diesem Spiel. Ich nehme es einfach mal an, weil es ist Mario-typisch. Also es sind immer acht Welten und ich nehme mal an, dass sie das schon im ersten Spiel so gemacht haben. Würde mich wundern, wenn nicht. Sagen wir es so. Da ist bestimmt irgendwo irgendwas drin. Wollen wir mal alle durchgucken? Haha! So. Nein! Boah. Okay, jetzt nichts überstürzen. Ich sterbe sonst. Okay, das sind knappe Sprünge mal mit einem Block und so, aber schwer ist es darum ja nicht unbedingt. Hä? Sagte er und fiel nicht in den Abgrund. Perfekt. Welt 8 Level 1 geschafft. Einfacher als das erste Level in Welt 7. Finde ich persönlich. Das sind Sachen, die mir mehr liegen hier, diese Sprünge. Ach, leck mich doch, Lakito. Ich hasse dich. Jeder hasst dich irgendwie. Ich bin extra schon ein bisschen nach links gesprungen, als ich gesehen habe, dass er genau da landet. Aber wie sollte man dem irgendwie ausweichen? Erklären sollst du es mir. Boah. Ah, fuck. 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 Wie Kühn. Hä? Ich meine, da war ich hochgesprungen. Okay. Das klappt nicht so gut. Welt 8 hat's also in sich. Aber das erwartet man auch. Und diese Röhrendinger, die sind ja wirklich, also da gab's hier jetzt echt schon besseres, also schwereres. Und dann hier der Stern, der ist sehr nützlich. Nein! Ja, das hatte ich beim ersten Mal schon falsch gemacht. Bloß da hatte ich Glück, dass ich zufällig richtig gelandet bin. Hatte ich jetzt... Was? Man fängt komplett von vorne an. Ich war doch schon so weit. Was soll denn das? Das sollte ich nicht machen. Ich konzentriere mich gerade, damit ich es nicht verkacke. Nein. Boah. Wettwurst knapp. Man kriegt 1000 Punkte dafür, dass man nur den Stern einsammelt. Verdammt. Mit dem Stern, gerade mit dem Stern, komme ich in so einen Run-Modus. Also, dann habe ich das Bedürfnis zu rennen. Also wirklich durch die Level durchzurennen. Das macht aber auch die Musik. Hm, das war dumm. Ja gut, das war dumm. Das sehe ich ein. Das kann ich einsehen. Blumen. Das ist schön, hier kann man sich schön töten. Das ist wirklich wunderbar. Kann ich auch mal speichern, hatte ich glaube ich noch nicht. Nein! Er hat zu weit nach rechts gedrückt. Verdammt. Das nervt. Wenn ich so Kleinigkeiten halt mache, so kleine Fehler, die halt nicht sein müssen. Das regt mich dann halt total auf. Aber das ist ein Leben, das hätte mir später vielleicht noch nützlich werden kann. Das verschwende ich dann mehr oder weniger. Thank you.
So, und diesmal nichts überstürzen. Nein! Ah, ich wollte es nicht... Ja, Mann. Ich war halt trotzdem noch viel zu schnell. Also viel zu schnell beim einfach Abspringen so. Ich war halt so, boah, schnell abspringen. Der Stern muss genutzt werden. Wieso habe ich denn jetzt so Probleme mit dem Level? Das war doch echt nicht schwer. Also war es echt nicht. Aber irgendwie beim ersten Run klappt es allgemein oft besser. Ich frage mich, woran das liegt. Vielleicht, weil man es jetzt einfach noch schneller durchschaffen möchte, automatisch immer. Macht man sich da vielleicht selber Druck, weil man es schon mal geschafft hat? Das könnte ich mir vorstellen. Druck oder Stress. Es ist immer Stress. Tada. Nein! Das war nicht schwer, das war einfach nur dummes. Also, keine Ahnung. Wie nennt man das? Nicht Ungeduld, sondern. Ich weiß gerade das Wort nicht, mir ist das Wort entfallen. Naja, wenn man halt. Ey, genau, nervös. Nervosität. Aber aus einem. Naja, aus einer Art Ungeduld resultierend. Das war knapp. Nein, das war. Ja, komm. Bäm! Ich stelle mich echt dumm an. Und das war auch dumm, weil es viel zu weit war und ich eigentlich fast gestorben wäre, wenn ich nicht Pixelglück gehabt hätte. Ja, und das war einfach dumm. Einfach dumm. Ich dachte, ich... Also ich hatte damit gerechnet, dass ich gegen die Röhre laufe und Daumen gerade hochspringe. Aber ich bin halt zu früh gesprungen und Daumen voll reingesprungen in die Piranha-Pflanze. So ist es doch weitaus angenehmer. Nein, ja, das war auch dumm. Dann dachte ich, schaffe ich es vielleicht noch. Ich sag aber auch nichts anderes als, ey, das war dumm, das war blöd. Das ist ein super Commentary, vermute ich. Das Beste, wo gibt. Nein, nein, nein. Ah, so. Ungeduld halt, ja. Das beschreibt es gut. Dum, 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 dum. Nee, das macht heute keinen Sinn mehr. Ich versuch's aber noch einmal. Ist das letzte Leben im Part zu verbraten? Muss ja nicht sein. Dann biete ich euch hier noch ein bisschen knallharte Action. Damit wirkt man ja heutzutage immer. Knallharte Action. Naja, gut. Das war's zu Welt 8. Beim nächsten Mal geht's damit weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es jetzt nicht so spielerisch erfolgreich war. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.